Erstmal continue. Wir müssen mal gucken, wo wir genau das letzte Mal aufgehört haben. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es ist schon eine Weile her. Wir haben auf jeden Fall ein Ending dieses Spiels jetzt gesehen. Genau, und um das Spiel quasi zum Ende zu bringen, müssten wir jetzt wieder zu Elder Lions in der Citadel. Stattdessen werden wir jetzt aber mit unserem guten Freund Forks ein bisschen die Gegend erkunden und die restlichen Missionen im Wasteland machen. Weil hier oben zum Beispiel waren wir noch an extrem vielen Orten, nicht? Wenn man sich jetzt mal hier so umguckt, dann alleine der Ort hier vorne. Und dann schauen wir uns den mal an. Ich hoffe, es läuft soweit erstmal alles. Stream scheint da zu sein. Ich hoffe, es passt von der Lautstärke her. Die ganzen Probleme mit dem Delay sollten ja erstmal erledigt sein. Wir sind das letzte Mal hier auch verreckt, ne? Und dann habe ich hier aber erstmal Schluss gemacht. Hey William! Keine Ahnung, was hier für ein Gegner auf uns lauert. Die komischen Robo-Brains. Pust mal weg. Leveln uns noch ein bisschen nach oben. Goo-Pile. Oh nein, wir sind auch schon wieder total überladen. Hatten wir irgendwas, was so weg kann? Also außer dem üblichen. Das will ich ja eigentlich mal verkaufen, oder? Quantum-Dinger. Die können wir auf jeden Fall essen. Ansonsten haben wir Alkohol, den wollen wir verkaufen. Ach genau, wir hatten immer ewig viele Waffen, die man dann ineinander reparieren kann. Das war irgendwie immer unser Ding. Dann auf zu diesem mysteriösen Ort im Südosten. Das Blöde ist immer, dass wenn man so lange draußen rumstreunert, dass es dann keine Quicksaves gibt. Von daher müssen wir selber dran denken, dass wir nun wieder speichern. Zum Beispiel jetzt. Ah, da müssen wir jetzt dran denken, dass wir nicht irgendwas übersaven, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so richtig. Ah, das ist echt immer so doof, wenn man da so lange Pausen zwischen macht. Aber ich glaube, wir haben jetzt quasi den besten Weg gewählt. Wir haben den Computer dazu gebracht, sich selber zu zerstören. Und werden jetzt quasi hauptquestmäßig zu dieser Wasseraufbereitungsanlage gehen und dann nicht dieses Zeug reinmachen, das dazu führen würde, dass Fox stirbt. Kommen wir denn jetzt hier nach unten? Aber wie der Staub darunter rieselt. Und werden dann hoffentlich das Beste aller Endings haben. Okay, das ist anscheinend diese Station hier, die wir auf der Karte haben. Ist nur die Frage, wie kommen wir hier runter? Ah, ich sehe nur, wie wir uns hier alle Knochen brechen. Fox weiß auch nicht, wo lang. Der gute Fox. Ja, ich glaube, diese fetten. Red Scorpion-Ding haben uns das letzte Mal getötet. Kann das sein?
Wir haben jedenfalls genug Munition. Wir können einfach mal drauf losrotzen. Sowohl als auch den ganzen Channel rauf und runter. Achso, was du von John Oliver geguckt hast. Na, ich habe den ja abonniert. Ich gucke immer, wenn neue Folge raus ist, schaue ich es in der Regel ziemlich zeitnah. Ich finde den ja auch ziemlich großartig. Ich sehe gerade, die Condition von der Waffe ist ziemlich niedrig. Ja, davon werden wir nicht so viele finden. Ich glaube, ich wechsle die erst nochmal. Das Chinese Assault Rifle zum Beispiel finden wir dauernd. Da haben wir auch jede Menge Munition von. MDPL-05 Power Station. Ich weiß nicht, ob die uns hier irgendwas bringt. Oh Gott, wir haben nur noch 12 Haarnadeln. 11. Wenn ich so weitermache, gleich nur noch 5. 10. Fünfzig gab's hierfür. Dartgun. Medics. Okay. Und ein Dienst Electronics Buch. Ach, hier ist der Schlüssel für diese Station. Ach, wir hätten hier auch an der Seite vorbeigehen können. Das ist immer so clever, die Türen zu knacken, wo in der Seite irgendwie in der Wand ein Loch einfach eh drin ist. So, das Buch mal eben weggeschmökert. Und dann direkt natürlich weggeworfen, wie man das macht mit Büchern, die man kennt. Genau. Leo Quent finde ich auch einen sehr witzigen Verschreiber. Ja, ich finde halt, dass die John Oliver Dinger, die gehen ja in der Regel, weiß ich nicht, so 10 Minuten oder so. Und sie kriegen es halt hin, unterhaltsam zu sein und trotzdem irgendwie möglichst viel Infos rüberzubringen. Wobei ich finde, dass sie diesen Spagat nicht immer komplett schaffen. Ach komm, ich will dieses 95% Dings haben. Wo ist es? Was soll denn das überhaupt sein? Welches davon ist 95%? Das ist jetzt Body. Ach, das ist hier die linke Klaue. Na dann drauf. Also manche Themen finde ich halt so ernst, dass ich dann auch mal diese ironische Brechung gar nicht brauche, sondern einfach nur denke, oh, es ist alles so schlimm. Jetzt zieh es auch durch. Und umgekehrt, nee, ich glaube, das ist es. Ja. So, wir nehmen die Red Scorpions hier auseinander. Erst haben sie uns auseinandergenommen, jetzt gibt's die Rache. Eure Zeit ist abgelaufen. Da hinten weiß ich auch gerade nicht, oder? Oder ist das die Station, wo wir herkommen? Ne, wir gucken ja hier in die Richtung, da muss hier noch irgendwo was sein. Wir gucken ziemlich weit. Ja, diese blöden Red Scorpions, die sind echt so zum Kotzen. Wenigstens haben wir Fox dabei, der hat immer gute Laune.
Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lang dauern, bis wir das maximale Level erreicht haben. Und wir uns dann quasi unser wahres Ende anschauen können. Ach, die... Haben wir die nicht im Grunde zerstört? Na gut, irgendjemand muss uns ja gleich noch überfallen. Fox hält doch so einiges aus, oder? Oh, ich hoffe, das überlebt Fox. Muss unser Tank sein. Für den Officer killen da. Go, go! Ah, wir müssen uns mal eben heilen. Nein, gut, das hat es. Wenn wir die Plasmawaffen von denen haben, dann können wir unsere auf jeden Fall reparieren und die wieder benutzen. Ich wollte gerade sagen, der hat doch nichts mehr. Sind es hier irgendwelche Enclave-Stützpunkte? Die habe ich bis jetzt ja immer übersehen. Ich sehe so ein Ding gerade zum ersten Mal. Kann ich da irgendwie mit der Sniper den abknallen? Na, wir haben so wenig Munition für die Sniper. Oh mein Gott, er fliegt durch die Gegend. Was hat dieses Plasma mit ihm angerichtet? Scrap Metal nehmen wir nicht mehr mit. Die Armor sieht auf dem Bild irgendwie übelst geil aus mit den Glühbirnen. Aber so richtig brauchen tue ich die auch nicht. Wo fängt der eine Soldat an? Wo hört der andere Soldat auf? Finger nehmen wir mit. Muscher Officer hier. Naja, wir werfen gleich wieder Krempel weg. Plasma-Pistol machte auch keinen Sinn mitzunehmen, weil wir haben schon was anderes, was diese E-Cell-Dinger benutzt, ne? Laser-Pistol. Weil dann ist Plasma doch bestimmt geiler. Dann ist nur die Frage, ob wir das verkaufen wollen. 3 Kilo für 208 ist eigentlich ziemlich gut. Oh, ich habe leider hierfür so wenig Munition. Wie viel haben wir jetzt wieder? Lass mal Rifle-mäßig. Wollen wir nicht ein bisschen hier mit rumballern? Setcom Array. Okay. Ich weiß immer nicht. Will ich mir das hier in Ruhe angucken, wenn wir gar keine Quest hierfür haben? Ich glaube, ich guck noch mal rein. Mich da jetzt durchzuballern, wenn es nichts bringt, ist halt irgendwie Quatsch.
glaube, ich würde eher mal gucken wollen, ob ich dafür noch eine Quest kriege und dann schauen wir uns das nochmal an und klären das. Aber ansonsten scheint hier echt nicht viel zu sein. Also hier unten ist auf jeden Fall noch World 87, da waren wir noch nicht. Dann machen wir uns jetzt einfach auf den Weg und gucken, ob wir auf dem Weg noch irgendwas anderes finden auf dem Radar. Alles ruhig. Ich muss mich jetzt hier aber auch nicht mit jedem anlegen. Wir schleichen hier durch. Es gibt noch einige Orte. Gerade sieht noch recht leer aus. Na, ich bin mal gespannt. Ich weiß. Och, du Scheiße. Deathclaws, die hatten wir auf jeden Fall noch gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Perk gibt mit Max Level. Das dafür sorgt, dass man alle Sachen auf der Karte hat. Alle Gegenden, zu denen man kann. Von daher können wir quasi spätestens, wenn wir das Level erreicht haben, alle Orte auf der Karte sichtbar machen und die dann ein bisschen abklappern. Das war dann die erste Begegnung mit einer Deathclaw. Aber eigentlich hat man einen relativ großen Radius, auch wo das dann auf der Karte angezeigt wird. Also hier scheinen echt keine Orte zu sein. Vielleicht ist die Karte auch extrem leer, wenn man nicht die Add-ons hat. Weil hier ist echt einfach weit und breit nix. Was schon krass ist, weil wenn ich mir jetzt hier die Karte angucke, dann, und der Radius ist relativ groß, bei dem man es sieht, also so wahrscheinlich ungefähr, dann ist hier einfach kein Ort. Okay, jetzt hier wird einer angezeigt. Dann gehen wir da mal hin. Vielleicht bin ich auch einfach zu nah am Rande der Karte. Da ist so ein komischer Bär. Meido. Nee, im Norden war ich auch noch überhaupt nicht unterwegs. Ja, und es gibt ja noch diesen Ort, wo ich dann diese ganzen Finger abgeben kann. Da war ich auch noch nicht. Also es gibt schon noch ganz viele. Und da wird mir jetzt ja noch ein zweiter Ort angezeigt, wo ich noch nicht war. Also ich habe auch keine Zweifel daran, dass ich einfach viel noch nicht gesehen habe. Es wundert mich nur trotzdem gerade, dass halt hier, wo es so leer ist, nicht viel, viel mehr Orte noch angezeigt werden. Pulverisiert. Ja gut, dass man den dann trotzdem noch essen kann, ne? Das gute Fleisch. Das fand ich ja geil an diesem Survival-Mode in New Vegas. Gibt's vielleicht hier dann mit den Add-ons auch? Dass man dann ja auch essen und schlafen musste und so? Schon gar, genau. Gut durch. Die Sache ist, ich mache die zwar relativ schnell platt, aber ich darf die wirklich nicht unterschätzen. Wenn die mich erstmal beißen, dann ist von mir nicht mehr viel übrig.
Fleisch von denen ist halt irgendwie geil. Ich glaube, da kriegt man einen Damage-Buff oder sowas. Okay, jetzt sind hier reichlich Sachen auf der Karte, bei denen ich noch nicht war. Werden leider hier jetzt noch nicht angezeigt als Ort. Gut, dass wir mit Fox unterwegs sind. Wo ist er denn hin? Danke, Fox. Wie geht's dem eigentlich? Hier steht gar kein HP-Anzeiger. Oh, dem wird's schon irgendwie gehen. Wie es einem halt so geht. Die gehen irgendwie auch nicht kaputt mit dem Plasma-Gedöns hier. Endmeat nehme ich jetzt mal auch mit, das können wir gleich alles weg knuspern. So, das gute Endmeat. Und das gute Dogmeat. Und das gute Yao Guai Meat. Warum denn nicht? You have discovered what? Was stand da? Hauptsache discovered. Wir haben discovered Shale Bridge. Box generiert sein Leben nach dem Kampf. Und der will wirklich fast unsterblich. Okay, alles klar. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, dass die dann doch nicht mehr so unsterblich sind. Hier scheint nicht so richtig viel zu sein. Kann das, ne? Kommt das hin? Na dann. Weiter Richtung Süden. Also wie auch immer ich weiter Richtung Süden komme. Mich durch? Okay. Eigentlich sind wir nicht so fett. Kann ich auch nur dieses Antennendings? Zwei Orte auf jeden Fall schon mal auf der Karte. Der eine muss ziemlich nah sein. Wow! Mehr Supermutanten. Oh. Oh nein, jetzt muss genau das passieren, was ich vorher gesagt habe. Wir sind nur draußen unterwegs und vergessen darüber das Speichern. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr gespeichert, oder? Nein! Okay, nach jedem Ort, den wir erkunden, wird gespeichert.
Das ist immer so krass, es kommt einem immer so ewig lang vor, was man jetzt alles nochmal spielen muss, ne? Also, ich glaube, wenn ich jetzt nicht streamen würde, wäre das dann ein Punkt, wo ich überlegen würde, ob ich einfach wieder ausmache. Dabei sind es an sich jetzt auch nur irgendwie 10 Minuten gewesen, oder? Genau. Ja, wie gesagt, das finde ich auch extrem krass bei Corvus immer, wie er echt so ein Level über 5 Stunden spielt und in seinem Salt-Mode dann nicht mal abspeichert. Okay, es kann sein, dass die Deathclowns auch einfach jetzt tötet. Das haben wir überlebt. Schnell Whisky. Oh, gut, dass er vorher auf den Mutanten gegangen ist. Also wir kriegen das nicht hin. Wir brauchen einen Tank. Bitte greift den anderen an. Er greift den anderen an, ne? Also wenn die auf mich gehen, dann wird das nix. Okay, die sind dann demnächst mal alle. Ja, jetzt kommt ja erstmal gleich dieser Turm, ne? Den haben wir hier auch noch nicht. Ach nee, Quatsch, wir haben gespeichert, nachdem wir den Turm gemacht haben. Das ist ja immerhin schon ganz gut. Das hat ja im Grunde am längsten gedauert. Ach, das macht er doch hoffentlich jetzt alleine, oder? Ich will mich jetzt nicht noch um die Bloatfly kümmern. Oh, er ist voll wütend. Ja, du machst es schon. Jetzt kommen die ganzen komischen Yaoi-Dinger. Ich wechsle die Waffe nochmal wieder zum Plasma-Rifle. Lauf mal zu dem Punkt. Das war doch auch vorher der Punkt mit den Ameisen, oder? Was zieht er denn alles für Viecher auf sich? Ach, der hat jetzt auch einen HP-Balken, okay. Ja, du machst es schon. Soll ich kurz helfen? Eigentlich helfe ich, glaube ich, lieber kurz, weil dann kriegt die Erfahrungspunkte. Dachte ich mir. Krieg ich doch nicht. Buh. Ja, wir müssen zwischendurch auf jeden Fall mal ganzen Scheiß verkaufen. Und ich glaube, es ist aber trotzdem sinnvoll, das alles mitzunehmen, weil die sind relativ wertvoll. Und wir müssen auf jeden Fall Munition und Stimpaks kaufen. Er ist wieder am Ballern. So, dann killen wir hier die Insekten und dann speichern wir mal. Hey Tobe! Na, wie geht's? Warst du von Kalbo gehört? Nee, bisher noch nicht.
habe jetzt auch heute nicht extra nachgefragt. Mal gucken, vielleicht kommt sie ja später noch vorbei. Sie meinte eigentlich, dass sie heute auch noch Bock auf Stream hatte. So, wir wollten speichern. Und diesmal laufe ich mal in die andere Richtung. Da ist auch noch so ein Punkt zum Erkunden. Der Sound laggt gerade so komisch. Ich weiß nicht, soll ich es mir angucken oder geht's jetzt wieder? Oder knistert? Okay, ich schau mal eben, einen Moment. Scheint jetzt zu funktionieren. Ja, ich habe einen YouTube-Spam eingerichtet. Ist wieder heil. Alles klar, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe nämlich gesehen, dass Elbow und so ja immer mal so automatische Spam-Dinger haben. Und ich dachte, sowas brauche ich auch. Kommt immer einmal die Stunde. Übrigens hier YouTube. Das hat mich so im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass ich ja jetzt gestern beim Hearthstone-Stream ja wirklich viele Zuschauer da hatte und so. Und ich das nicht einmal zumindest mal kurz erwähnt habe. Weil ich einfach dann immer nicht dran denke. Genau. Ich dachte, einmal pro Stunde ist okay. Und kommt automatisch seltener, wenn gar nichts im Chat los ist. So. Ja, ich bin ja auch einfach gar nicht so drauf, dass ich dann denke, ah, okay, was ist denn jetzt am sinnvollsten, um mich zu vermarkten, sondern, ja. Zock dann halt und war halt irgendwie super, super lustig. Aber, ja, ist ja eigentlich nicht so doof, da zumindest mal drauf hinzuweisen. Jetzt aber auch nur bei YouTube machen, nicht twittern. Ach Gott, ey, wie viel Schaden macht der denn bitte? Nicht twittern, nicht Facebook, nicht, weiß ich nicht, was ich sonst noch alles hab, Instagram. Wie viele waren denn gestern da? Ja, ich wurde zweimal gehostet. Einmal durch Elbo und einmal durch, ich kann mir immer seinen Namen nicht merken, Kyumi. Kyumi? Kyumi? Kyumi, glaube ich. Und jeweils so 70 Zuschauer. Und das ging dann immer so hinterher wieder runter, so auf 30, 40. Ja, war schon ganz cool. Ist bei so Gegnern ein Assault Rifle vielleicht einfach geiler? Also waren im Schnitt, würde ich sagen, immer die ganze Zeit so um die 40. Über relativ großen Zeitraum, so 4 Stunden oder so, 5 Stunden. Ja, war sehr cool. Waren jetzt nicht unbedingt super erfolgreich, aber zwei sehr lustige Arena-Runs. Ich glaube einmal 10 und einmal 4 Wins. What the fuck? Hatte ich nicht ewig viel Munition davon? Okay, ich war irgendwie sicher, dass ich da noch voll viel von habe. Ja, 10 Wins sind natürlich sehr, sehr gut. Aber wenn man es halt im Kontext dazu sieht, dass das Deck absolut OP war, fand ich es im Nachhinein doch wieder ein bisschen schade.
Abandoned Car vor. Okay, neues, neues Gebiet erkundigt. Wir speichern mal. Okay, ansonsten ist anscheinend hier im Nordosten ist wieder ein neues Gebiet. Dann gehen wir da mal hin. Ach Gott, nein, ich wollte hier nicht runter. Ich wollte auf die Umrandung springen, um zu gucken. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Ich meine, der erste Run war mit Warlock. Warlock ist momentan wirklich sowieso eine starke Klasse. Und wir hatten den Death Knight. Wir hatten den Abyssal Enforcer. Was hatten wir denn noch alles? War insgesamt einfach ein extrem starkes Deck. Und dann den Death Knight noch obendrauf. Da hätte ich gedacht, dass wir die Gegner einfach zerstören. What a save. Ja. Das war wirklich mal ein Save. Er hat uns gerettet. Ich denke... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, das wird heute auch der letzte Fallout-Stream werden. Ich werde jetzt sehen, dass ich es mehr oder weniger beende heute. Eventuell machen wir nur alles fertig und das eigentliche Ending kommt dann das nächste Mal. Aber vielleicht beenden wir es heute auch verschickt. Ach komm, ich will den Torso treffen. Nein, da hatte ich ihn kurz. Ich bin so hin und her gerissen. Einerseits ist es halt echt gar nicht so spannend, hier einfach nur sinnlos durchs Wasteland zu rennen. Und andererseits will ich das aber auch nicht weglegen, wenn ich mir noch so viele Sachen nicht angeguckt habe. Und daher laufen wir rum, gucken uns noch möglichst viel Zeugs an. Und legen es dann aber zu den Akten. Nein! Gut, dass wir unseren Typen mit der fetten Laserknarre haben. Hier haben wir auch jede Menge Munition. Das macht irgendwie alles kein Damage. Und der scheint im Wasser auch kein Damage zu machen. Bügeln die sich jetzt oder was machen die? Beim Sniper Vets. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die 5% Chance daneben zu schießen ungefähr genauso wahrscheinlich ist, wie wenn ich hier daneben schieße. Ja, ich lag daneben. Taucht der jetzt wieder woanders auf oder ist der jetzt gerade ertrunken? Ne, da ist er wieder. Irgendwie war er kurz weg. Was ist das denn jetzt? Wollen wir einfach schnell durchschwimmen? The Last Night Trailer. Okay. Ich weiß gerade nicht genau, ob ich in der Lage bin, mir das anzuschauen, aber du kannst es gerne mal posten. Mir sagt das gerade gar nichts. Eine Sekunde, ich klicke mal eben drauf. Vier Minuten, ich klicke jetzt aber nur mal eben durch. Ach, dieses Ding, ja genau. Ach so, das ist das E3-Ding, ja, ja klar, das kenne ich. Das ist sehr, sehr cool. Nichts für dich? Echt nicht? Ich hätte gedacht, das wäre auch was für dich. Halt so Pixeloptik. Vier Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Okay, jetzt sind hier auf jeden Fall ziemlich viele. Gucken, ja, aber nicht spielen. Ich bin mir gar nicht so sicher, was für eine Art Spiel das wird.
Aber es wird so ein Adventure, ne? Und dann frustriert. Eher was Storymäßiges. Ich glaube, ich gehe eher so in die Richtung und dann grasen wir das so ab. Es wäre eher ein bisschen Nordwesten wieder gehen und dann nach Osten rumlaufen. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch richtig geil. Ist natürlich aber wieder ein Spiel, wo ich mir dann denke, nach dem Release so warte ich nochmal ein Jahr oder so, bis es dann irgendwo günstig zu haben ist. Das war knapp. Habt ihr die Minen gesehen? Ich stehe immer so auf dem Schlauch. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach oben? Darunter? Ach du Scheiße, nochmal zwei Deathclaws. Okay, weg, 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 weg. Okay, ich kann denjenigen verstehen, der hier die 1000 Minen hingelegt hat. Wer auch immer das war, good job. Sorry, dass ich sie alle ausgelöst habe. Das war auf jeden Fall eins von diesen Spielen, die mich bei der E3 sehr begeistert haben. Wovon es wohl schon vor einer Weile auch mal eine Demo gab. Die ist an mir aber vorbeigegangen. Haben wir jetzt hier wieder so eine Deathclaw-Forschungsstation oder was? Okay, hier haben wir wieder so eine Forscher, an was auch immer die forschen. Stupid noises. Achso, das ist wieder so ein Scientist, der einfach nur davonläuft. Du kommst nicht vorbei! Ja, Demo von Last Night. Habe ich zumindest gehört. Wie gesagt, ich habe sie selber, selbst dass sie nicht an mir vorbeikommen. Ah, es gibt's wohl schon ein bisschen länger. Vielleicht ist auch Quatsch. Muss mal nachschauen. Jetzt nur gehört. Da. Den guten Eintopf. Den nehmen wir mit. Deathclaw Sanctuary, okay. Sind hier wieder intelligente Deathclaws, mit denen man reden kann? Speichern mal. Oder sind hier einfach nur ganz viele Deathclaws? Würde ja gern mal Framerate von 5. Ich glaube, hier gehe ich mal nicht rein. Ich würde ja gern mal irgendeinen Ort finden, wo man ein bisschen mit den Leuten quatschen kann. Dark and Cover.
So, dann müssen wir erstmal Zeugs loswerden. Ich glaube, den Whisky schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Na, es reicht nicht. Ein bisschen müssen wir noch wegtun. Können wir nicht noch irgendwelche Waffen ineinander reparieren? Na, sonst werfen wir noch ein paar Granaten weg. So langsam müssen wir leider echt mal zurück fast traveln und unseren ganzen Scheiß verkaufen. Aber wie kommen wir denn jetzt weiter nach Norden, wenn hier überall... Ja, bei der Kirche waren wir auch noch nicht. Ach, das sieht doch ganz cool aus. Jetzt sind hier doch wieder extrem viele Orte, die uns noch fehlen. Aber sehr gut, dann gibt es noch so einiges zu erkunden. Und da ist anscheinend irgendjemand, mit dem man sich mal unterhalten kann. Hallo? Hold it right there, pal. You're giving me everything you own. Now. Der wirkt aber so, nicht so richtig so, so selbstsicher für jemanden, der einen überfallen will. Give you 5 caps and leave me alone. Bullshit, a mug on the wasteland, a real raider would have shot me already. That gun doesn't look loaded. Wir nehmen mal Intelligence. Wir haben einfach mal 4 Wege, um das zu lösen. Alright, alright, I wasn't gonna shoot you. Damn gun's out of shells anyway. Look, this is embarrassing. I'm just gonna go, okay? Okay, alles klar. Tut mir auch leid. Mel is fleeing. Ich wollte jetzt gar nicht gemein zu dem sein. Ach, Mel. Es tut mir leid. Na gut, sonst ist hier nicht viel. Das ist eine Mel Gibson-Verarsche? Ah, ich glaube nicht. Dann hätte er irgendwie so blaue Farbe im Gesicht oder sowas. Wollen wir uns mal den Radiosender anhören, den ich hier gerade aktiviert habe? Ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. So, da im Norden ist noch Zeugs. Welches habe ich gerade? Ist jemand von euch gut in Morsecode? Ich mach dir immer fertig, dass es lang heißt, aber es ist gar kein langer Ton, sondern dann ist nur eine Pause nach dem Ton. Na gut. Okay, dieses Laser-Ding hier ist echt nicht so geil.
Au! Ist ja noch einer. Oh nein, schnell heilen. Die haben auch nichts bei, was man essen kann, oder? Nur was zum Verkaufen. Ja, ich glaube, dann nehmen wir jetzt hier einen so einen Turm nach dem anderen ein. Sehr lustig, wenn da irgendeine coole Assassin's Creed-Anspielung wäre. Dass oben ein Adler drauf ist oder einen großen Heuhaufen oder sonst was. Ezio was hier. Ich habe noch zwei ungespielte Assassin's Creed-Teile. In meiner Sammlung. Ja, ich will mich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt mit denen anlegen. Ich wollte... Ach, komm! Sorry, Leute, ich will nur... Das Passing by. Na gut, so wahnsinnig weit haben wir es jetzt nicht nochmal. Wir können den Turm sogar schon sehen, wo wir uns gleich wieder aufmachen. Ich hole mir mal eben ein kühles Getränk. Einen Moment. Tada! Na dann, Prost! Ja, genau, ich denke auch, dass es, dass dafür Fallout 3 zu alt ist. Das würde ich dann auch eher bei Fallout 4 vermuten oder sowas. Ich finde ja, dass der komische Ork da mal vorgehen könnte. Ja. Okay. Who's next? Ja, zumal man ja da auf jeden Fall noch nicht hätte davon ausgehen können, selbst wenn Assassin's Creed jetzt davor rausgekommen wäre. Dass es so eine Riesenmarke wird und dass es jeder kennt und dass es sich lohnt, darauf Anspielungen zu machen. Supermutant, Space Orc. Das hätte ja damals noch keiner ahnen können. Ist ja mehr oder weniger dann auch erst mit Assassin's Creed 2 so langsam in die Gänge gekommen. Mach du das mal. Ich nehme die Erfahrungspunkte und check ein bisschen was vom Loot.
So, bevor wir da jetzt näher rangehen, werde ich gleich nochmal speichern und dann mich vielleicht auch ranschleichen. Bevor wir gleich wieder in die Luft gesprengt werden. Skyrim mit 50 Minuten angemeldet. Ich überlege gerade, da waren auf jeden Fall diesmal, glaube ich, so einige Spiele bei, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ich freue mich, dass Resident Evil 7 zum Beispiel jetzt mal dabei ist. Auch wenn ich davon natürlich jetzt auch schon wieder ewig viele Speedruns gesehen habe. Diablo 1. Das hat mich ja damals extrem begeistert. Ich habe es halt selber nie so viel gespielt, weil ich es immer nur bei einem Kumpel gesehen habe. Aber das fand ich sehr faszinierend. So ein düsteres Spiel und die Level sind immer neu. Kein Save the Animals? Was? Sie haben keinen Super Metroid? Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ach komm, wie nah muss man denn an diese blöde Station rangehen? Ist wohl nicht dabei. Okay, krass. Ich will mal gucken, wie jetzt mittlerweile die Karte aussieht. Ja, ein paar Punkte sind schon hinzugekommen. Bevor mich hier das nächste Viech anfällt, werden wir mal ein bisschen schleichen. Grillenzirpen setzt ein. Ja, ich werde gleich nochmal eine andere Waffe nehmen. Die Waffe bringt leider überhaupt nichts. Ich bin aber auch von der Skillung her nicht so besonders gut in diesen ganzen Energiewaffen. Bei Plasma macht es nicht so viel aus, weil Plasma einfach ziemlich OP ist. Die ist dann auch, wenn man es nicht kann, noch okay. Sollten aber eigentlich generell nicht so stark sein, oder? Die Frau bestimmt auch damit platt. Ach Gott, er ist schon wieder mit der halben, das halbe Wasteland ist hinter ihm her. Kommt denn da jetzt noch alles dazu? Sind es jetzt einfach generell Brothers of Steel, die mir immer mal wieder helfen oder was? Guten Tag. Ja, also freundlich ist anders. Shouldn't you be banging rocks together or something?
Hat der andere auch gerade schon erzählt und die Antwort ist nein. Da rettet man mal ein bisschen die Welt. Und wer dankt einem? Niemand. Was ist hier drin? Commencing attack on hostile. Oh Gott, wie blöd kann man denn gerade daneben schießen, ey. Er steht direkt vor mir und er bewegt sich nicht. Also wirklich. Okay, hier haben wir nichts mit. Alles nur ein bisschen verseucht. Guter Wodka. Was genau unten? Oh! Ein Bobblehead! The inscription on the base reads: The best way to win an argument is to be the loudest. Das stimmt leider. Your big gun skill has been permanently increased by 10 points. Sehr geil. Oh, Konstantin Launch Codes. Okay, gucken gleich mal. Bunker Door. Weil diese blöde 10mm Pistole war. Ja, ach, ich habe halt so viel Scheiß, der eigentlich weg kann. Aber irgendwie will ich ihn auch lieber verkaufen. Minuteman 11. Launch Protocol. Authorization Code. 8 mal die 0. Nee, es sind mehr. 10 mal die 0. Ja. Sehr gut. Aus dem Weg? Oh nein, ich werde eingesperrt. Ich glaube, wir haben den falschen Ausgang genommen. Boah, Konstantin, okay. Ich guck mal kurz, ob da jemand drin ist, mit dem man quatschen kann. Wahrscheinlich sind da aber nur Roboter, die mich angreifen. Dann gehe ich auch direkt wieder. Ah, nee. Nö, nö, nö. Ich könnte da ohne mich ausmachen. Dann los zum nächsten Wegpunkt.